So, wir machen jetzt mal den Soundcheck von dem originalen Auspuff. Ich habe jetzt meine Sony sozusagen hier so knapp 40 cm vom Auspuffrohr weg, so dass aber auch kein Luftstrom kommt und hier dann Geräusche kommen. Wenn wir jetzt mal den originalen testen, ich hoffe, dass die GoPro da oben hält, und dann baue ich meinen anderen Auspuff an und dann testen wir den mal. Oh, weiter geht's natürlich jetzt nach dem Intro. Yeah! So, wieder 40 cm. Plus minus ein paar Millimeter. So, wir schütteln. Testen wir mal. Ich habe zwar jetzt noch nicht die Federn dran, ne? Ich habe jetzt bloß ein bisschen Wolle rein gestoppt. Ich hoffe, dass es halbwegs dicht ist hinten am Anschluss. Aber ich gehe sowieso davon aus, dass er lauter ist. So, gut. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Weiter jetzt. So, ich hatte hier zugepunktet. Hier soll ja später verschraubt werden, aber ich musste jetzt mal für den Test zupunkten. Das schneide ich jetzt gleich wieder auf. Das neue Rohr ist auch gekommen. Das ist jetzt noch ein größerer Durchmesser hier, damit die Gase, die schnell ankommen, sozusagen hier mehr Platz haben und den Schall abzugeben an der Wolle. Jetzt will ich mir auch noch was einfallen lassen, wie ich jetzt zum Beispiel den Abgasstrom so ein bisschen brechen kann, damit der mehr Zeit hat, den Schall abzuheben und nicht mehr zu laut wird. Jetzt hat man ja sozusagen bei den Abgasen einen Tornado-Effekt und es schießt einfach durch und die Wolle hat nicht die Chance, den Schall aufzunehmen. Deswegen will ich jetzt ein paar Verbesserungen machen. Das wollte ich aber erst mit dem Originalrohr machen, weil das ist stabiles Edelstahl. Gut, machen wir mal auf, abwinkeln, auf Länge schneiden und dann gucken wir mal, was ich machen kann. Und ganz zum Schluss kommt ja nachher hier noch ein DB-Killer drin. Der muss ja auch noch drin, wa? Da ist ja original Flammschutzsieb drin in dem Auspuff. Hier bei mir ist noch gar nichts drin. So, geht das Basteln weiter. Jetzt schneide ich erstmal hier unten auf. Und dann gucken wir mal. Die alte getroffen habe ich auch nicht, wa? Ach so. Ah ja, sieht gut aus. Hier. Gut. So. Wie gesagt, die Wolle war hier drum. Ihr seht doch schon, wie das angelaufen ist hier. Das ist schon richtig glühend geworden an den Teilen hier. Weil es zu dünn war nicht. Das mit der verglüht. Aber das ist ja jetzt der Teil, was ich brauche hier. So, ich habe das Rohr jetzt immer auf Passform gebracht. Ja, sieht nicht schön aus, wie gesagt, Prototyp. Ich habe es unten nochmal abgewinkelt, weil der Anschluss unten schräg reinkommt, dass es auch wirklich nachher mittig sitzt. Und habe jetzt noch einen anderen Plan, mir nochmal so einen Halterring zu bauen, der hier reinkommt. Also wie das Teil hier. Ich schneide mir am besten hier was ab. Nochmal eine Blechplatte drauf, dann mache ich das Loch von dem Teil hier, setze es weiter rein und dann werde ich sozusagen hier in dieser Kammer eine kleine Prallfunktion bauen auf das Maß, was der Auspuff da drüben hat, auf die 40. Mal gucken, ob das dann besser wird mit dem Sound. Ja, ihr werdet sehen, ob es klappt, wa? So, jetzt zeige ich mir noch eine zusätzliche Trägerpartie baut hier, ja? Wo nachher dieses Rohr hier noch fixiert wird im Endschaltempfang. Das habe ich mir einfach nur von dem hinteren Teil hier abgeschnitten. Passt ja drin. Das sollte nachher so rum rein. Ich will jetzt aber noch nicht drinstecken, kriegt es wahrscheinlich nicht mehr raus, dann war, oder? Mal gucken. Ich hoffe, das haut so hin. Und da wird dann nachher. Ich zeig's euch am besten. Hier nochmal ein Rohr einbauen, was jetzt den Durchmesser von 40 hat, vorne zu ist und nur an der Seite ringsherum offen ist. Damit die Abgase sozusagen da gestoppt werden und dann unbedingt rum müssen und dann in das Rohr rennen und dann hier raus. Und dann kommt hier nochmal ein Rohr
Ah, das ist scheiße zu erklären. Ich zeig euch nachher, wenn ich fertig habe. Also, weiter jetzt. Oh, das Adapterteil ist jetzt soweit fertig. So habe ich mir das gedacht, ja. Das schiebt man dann sozusagen hier einfach nur so hin. Perfekt. War für Effekt, wa? Der passt eigentlich nur in der Stellung dann drin. Na, komm, jetzt. Sitzt er? Sitzt auch hinten wieder richtig? Ja, sitzt hinten auch richtig. Gut. Jetzt wird das Rohr gekürzt. Und dann kommt da das 40er Rohr da unten eingebaut. Seht ihr gleich, wie es weitergeht, wa? Gekürzt, wird angepunktet. Jetzt muss ich hier noch einen kleinen Adapter bauen, wo dann sozusagen hier nochmal ein zusätzliches Rohr reingeht, was auf die 40 kommt. Mal gucken. So, da ich ja ein bisschen teste, habe ich mir jetzt erstmal den ersten Prototyp gebaut. Ich würde sozusagen das Teil, was hier so reinkommt. Dass die Abgase nicht direkt hier durch das Rohr kommen, sondern umströmen und dann hier raus und dann hier weiter. Ah, das ist erstmal nur. Mal gucken, ob es leiser wird. Jetzt muss ich mir erstmal hier eine Adapterscheibe bauen, wo ich das Ding dann hier so einklemmen kann erstmal. Ich habe schon keine Lust mehr. Gut, weiter jetzt. So, ich habe den Adapter jetzt erstmal soweit fertig. Ja, ich weiß, der sieht nicht schön aus. Aber der muss funktionieren. Den werde ich jetzt erstmal nur anpunkten. Der muss ja jetzt so rumrennen. Dann sitzt er sozusagen in dem Siebrohr. Und die Abgase können nicht direkt durch das Rohr durch, sondern die müssen sozusagen außen rum und dann hier und dann da raus. Also ist eigentlich schon fast wie ein Prallblech. Das wird mein erster DB-Killer. Wie gesagt, den werde ich dann nochmal neu anfertigen, wenn er passt vom Geräusch her. Wenn nicht, muss ich die Löcher noch kleiner machen oder den Querschnitt. Wie gesagt, das ist erstmal nur ein Test. Weiter jetzt. So, jetzt habe ich den DB-Killer da eingebaut. Habe jetzt noch ein Rohr hinten angeschweißt. Jetzt kommt hier hinten schon mal Wolle rum. Dann stecke ich das rein und dann schneide ich das sozusagen hier nochmal ab. Damit das Teil nachher auch wieder reinpasst, wa? Wie gesagt, Prototyp. Machen wir mal die Wolle rum. Ich habe die Wolle rumgemacht. Ich habe jetzt ein bisschen Klebeband rumgewickelt, weil sonst kriegst du ja nicht reingestülpt. Ist ja nicht eine originale Auspuffwolle. Der Klebeband verbrennt sowieso irgendwann und dann gibt die Wolle ja wieder nach. Aber ich muss ja irgendwie erstmal rinkriegen in den Auspuff. Wa? Geht halt live dabei. Gut, okay. Weiter jetzt. Jetzt sitzt es natürlich nicht da, wo es soll, aber ist egal. Jetzt wird schon passen. Ja? Ein bisschen verdreht. Jetzt. Jetzt sitzt es besser. Jetzt. Jetzt muss ich sie abschneiden. Und dann kommt die Kappe rauf. Dann kommt die auch nochmal Rolle rum. Und dann hoffe ich, dass er ein bisschen leiser ist. Werden wir gleich sehen. So, dann wollen wir mal anbauen. Gut, das Problem, was ich habe, ist eben immer noch die Dichtung hier, die ist nicht ganz dichte. Muss ich mal gucken. Jetzt setzen wir hier an. Ja, Auspuff. Wollen wir mal einen Test machen. Eine Fummelei. Eine Fummelei. Und setzt. Da wollen wir jetzt mal testen. Seht, es ist nicht geworden. Ich muss noch mal basteln. Also kommt wahrscheinlich noch ein dritter und vierter und fünfter Teil. Ist noch zu laut. Gut. Ich hab all die eben so eine Scheiße. Gut. Bis zum nächsten Video. Haut rein.